Habt ihr denn gar nichts verkauft? Doch, 4 oder 5 Besen. So. Nun sind wir wieder reich. Ach, das langt doch kaum fürs Essen. Ach. Mutter, ich glaube, die Gans brennt an. Von dem wir alles haben. Wir danken dir für deine Gaben. Amen. Amen. Na, dann wollen wir die Gans mal verteilen. Da darf ich nicht fehlen. Ich auch nicht. Du, Gretel, kriegst das rechte Bein. Da bleibt für den Hänsel nur das linke. Aber das riecht ja wunderbar. Dann nimm dir eine Kartoffelkopf. Mutter und ich teilen uns den Rest. Na, Hänsel. Ich möchte einmal eine richtige Gans essen. Wie der Bombast, unser reicher, dicker Hauswirt. Können wir uns denn nie so gute Sachen kaufen? Oh doch, wenn wir das Waldhaus finden. Ach, das Waldhaus, wo der große Schatz liegen soll. Gold. Ja, Gold und Silber und Edelsteine und wer weiß was alles noch. Du Vater, da gehen wir hin. Tja, so einfach ist das nicht. In dem Waldhaus, da wohnt eine böse Hexe und die bewacht den Schatz. Mach mal, ich stopfe die Falte. Steht das verzauberte Haus. Dankeschön. Darin wohnt die Hexe. Schon mancher hat versucht, den Schatz zu holen. Aber keiner ist wieder zurückgekehrt. Ich hätte keine Angst vor der Hexe. Ich fürchte mich überhaupt vor gar nichts. Schlimmer als deine Pfeife kann sie bald auch nicht stinken. Aber Kinder, jetzt geht zu Bett. Kommt zu spät. Träumt nicht von der bösen Hexe heute Nacht.
Noch, Kinder? Wenn ihr erstmal den Schatz findet, dann kann ich auch einen besseren Tabak rauchen. Einen türkischen. Ja, ja. Das Waldhaus. Das sollte man finden. Dann könnten wir uns auch mehr kaufen als einen türkischen Tabak. Guten Abend, Herr Bombast. So spät noch? Ja, ich will endlich mal Geld sehen. Ihr denkt wohl, ihr könnt umsonst hier wohnen. Nur wie steht's denn? Wann kriege ich endlich mein Geld? Psst! Die Kinder. Na, was gebe ich die Kinder an? Ich will endlich mein Geld sehen. Na los, sonst müsst ihr raus aus dem Haus. Das ist alles, was wir haben. Wir arbeiten von früh bis spät, aber kein Mensch kauft uns was ab. Diese paar lumpigen Pfennige, ihr Bettelpack! Wenn ihr nicht so schnell wie möglich auf Heller und Pfennig bezahlt, dann werf ich euch raus! Das Tuch mit. Wir müssen noch weit laufen. Aber wie finden wir denn wieder heim? Wir haben noch die Kieselsteine. Die streue ich dann auf dem Weg. Komm, die Schuhe ziehen wir erst vor der Türe an. Sehen wir, wo wir gegangen sind.
Gespenster. Da hat etwas geknurrt. Vielleicht mein Magen. Komm. Weinen. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, ich will heim. Das Hexenhaus finden wir heute doch nicht mehr. Und ich gehe auch nie mehr von dir weg. Nein, nein, nie mehr. Komm. Träumen wohl noch vom Waldhaus und vom großen Schatz. Und vom Reichwerden.
Gottlob, die Kinder wissen noch nichts von unseren Sorgen. Ja. Lass sie noch ein bisschen schlafen. Kommt ins Haus, Kinder. Es fängt an zu regnen. Wieder nichts verkauft. Macht nichts. Ach so. Heute gibt's nur Trockenbrot, Kinder. Schneemann, damit du nicht frierst. So, und jetzt der Hut. Ja. So. Schön. Fein. Schön. Du, der ist aber fein. Der ist wirklich schön. Ist er nicht schön? Schön. Ja, Gretel, wie sieht denn du auch? Komm, ich wasch dich, geh mit ins Haus. Komm, Hänsel. Gute Nacht, Gretel. Gute Nacht. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Leg doch die Pfeife weg. Ja. Komm, Hänsel. Bring sie hinaus. Hier, Schneemann. Hier hast du was zum Rauchen. So. Schlaf gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Noch nie war die Not so groß. Wenn der Hauswirt kommt, wirft er uns bestimmt hinaus. Mitten im Winter? Mitten im Winter. Obdachlos.
Bombast. Da ist er. Mach rasch das Licht aus. Aufmachen. Aufmachen, sage ich. Soll ich die Tür einschlagen, ihr Bettelpack? Ich werde die Hunde auf euch hetzen. Aufwachen! Ich werde mein Geld schon kriegen. Ich weiß keinen anderen Ausweg mehr. Wir können nicht mehr beisammen bleiben. Sieh mal, ich denke mir das so. Ich gehe zu den Holzfällern über den Berg. Und du? Du gehst zu einem Bauern. Im Stall findest du sicher Arbeit. Und die Kinder? Den Hänsel nimmt der Müller. Der hat bestimmt Arbeit für ihn. Und die Gretel? Die Gretel, die geben wir zur Base. Die Kinder trennen? Die sollen nicht beisammen bleiben? Es bleibt nichts anderes übrig. Oder weißt du einen besseren Rat? Nein. Hast du gehört, Gretel? Ja. Was sollen wir nur machen? Wir müssen das Waldhaus finden. Ja, aber wenn der Bär wiederkommt? Der kommt heute Nacht nicht. Und dieses Mal nehme ich einen Stock mit. Ja, da kriegt der Bär Angst. Und ich gehe auch nicht mehr von dir weg. Ja, wir bleiben beisammen. Vor der Hexe haben wir keine Angst. Ich fürchte keinen Bär und keine Hexe. Vergiss bloß den Stock nicht. Hast du auch die Kieselsteine? Ja, komm. Niemand da? Du Gretel, wir haben keine Kieselsteine mehr. Wir streuen Brosamen auf dem Weg. Dann finden wir auch nach Hause. Ja, das machen wir. Komm. So. Dort sein. Komm.
Dumm. Jetzt sind die Brosamen auch aufgebraucht. Es ist so dunkel geworden, wollen wir nicht umkehren? Ja. Du. Du, die Brosamen sind weg. Oh, Hänsel, dann finden wir nie wieder heim. Doch, Gretel. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde den Weg schon finden. Komm, wir singen dem Mond ein Lied. Ja. Damit er uns wieder scheint. Ja. Thank you.
Kommt nur herein und bleibt bei mir. Es geschieht euch kein Leid. Komm, bleib da, Gretel. Sie tut uns nichts. Ist das die Hexe? So sieht doch keine Hexe aus. Kommt, 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 Kinderlein. Ich habe brave Kinder gern. Hörst du? Sie hat Kinder gern. Gell, Hänsel, es ist nicht die Hexe. Nein, so ein liebes Mütterchen ist bestimmt keine Hexe. Ich eine Hexe? Was sagst denn du dazu? Kommt herein, Kinderlein. Drinnen ist der Tisch gedeckt. Drinnen wird so süß geschleckt. Schokolade, süße Torten, Kuchen, oh, die feinsten Sorten. Nüsse, Äpfel und Rosinen, Feigen, Birnen, Mandarinen. Ja? 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 Komm doch, Kinderchen! Kommt nur herein! Nein, nicht hinein! Ach was? Nein, ich hab Angst! So komm doch! So, kommt nur herein! Hm? Kommt nur! Seht nur, Kinder, wie schön es bei mir ist. Dein Tisch lässt sich decken. Nun, lasst es euch schmecken. Nun werde ich mir mein Mahl bereiten. Ein wenig Ofenruß, Eselschwitze, dann zum Schluss schlafen.
schläfst du. Und da schläfst du. Hoi, Billy. Kribbelfax. Husch, 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 husch ins Bettchen. Gute Nacht, Kinderchen. Gute Nacht. Sie werden uns überall suchen.
Hänsel, du darfst nicht dicker werden, sonst frisst dich die Hexe. Ja, aber ich werde ja jeden Tag dicker. Gretel! Du Faulenzerin, geh ich über mein Bett aus! Na, und du, mein Bübchen, bist du schon fetter geworden? Streck mal deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Viel zu mager, viel zu mager, musst mehr essen. Komm, Jakob, komm. Hurtig. Noch nicht fertig, du Faulenzerin. Sind die Schuhe geputzt? Ist der Teppich geklopft? Hurtig. Muss alles blank sein, sonst mache ich dir Beine. Feine Kuchen. Musst viel essen. Ich will keinen Kuchen mehr. Ich will raus. Oh, fett ist oder mager morgen mit der Hänsel, hätte uns doch der wilde Bär im Wald gefressen. Spar dein Geplärre. Es hilft alles nichts. Hurtig, jetzt wird Brot gebacken. Das Holz im Ofen, ihr werdet selber nachschauen. Knet inzwischen den Teig, du Faulenzerin. Da hinein? Dumme Gans! Die Öffnung ist groß genug! Sieh doch her! Ich kann selbst hinein! Schieb sie rein, Gretel! Schieb sie rein! Thank you.
eine Kette. Ja. Guck mal. Die Kieselsteine sind aber schöner als meine. Ich möchte auch etwas mit nach Hause nehmen. Oh. Oh. Oh, so viel Schmuck. Oh. Die Kette. Oh. Schau, hör ein Glöckchen. Hast du das? Das ist ein schöner Armreif. Probier'n mal an. Ach, das ist besser für dich. Dann nehme ich ihn. Sieh, wie schön er ist. Hier. Nimm den Ring. Ja, der passt mir. Die große goldene Kugel. Oh. Nein. Das nehmen wir alles mit heim. Ja, ja. Aber jetzt wollen wir fort, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Ja? Gott sei Dank, dass wir hier heraus sind. Lass das, rühr nichts mehr an. Oh. Jetzt schnell heim zu Vater und Mutter. Hm? Jetzt hat die Not ein Ende. Und wo ist der Schneemann?